In ihrem künstlerischen Diplomprojekt Die Furcht vor der Freiheit beschäftigt sich Nina Wöhre mit dem Streben nach Freiheit. Ein Mensch ist anders, er fühlt sich ohnmächtig, nicht zugehörig zur Gruppe. Auf der Suche nach einer eigenen Utopie begegnen ihm vereinzelte Hoffnungsschimmer. Durch diese Inspiration fassen alle Mitglieder Mut und verlassen die alten Pfade und suchen ihre Freiheit. In diese sehr abstrakte Inszenierung wetten sich instrumentale und vokale Musikwerke. Solistisch auf der Querflöte sind Jade von Pierre-Octave Ferro und Fantasie Pastoral en Grand von Franz Doppler zu hören. Am Klavier kommt Metamorphosis 1 von Philipp Glass zum Einsatz. Die Vokalstücke Piercing Eyes und Mermaid Song stammen beide von Joseph Haydn.